Ja. Hey Leute, willkommen zurück zu Lust for Darkness. Schön, dass ihr aufs Video geklickt habt und schon mal danke an alle, die letztes Mal schon auf Like geklickt haben und vielleicht was Nettes geschrieben haben. So, es geht weiter. Wir sind wieder Lastegar. Haben keine Maske mehr und jetzt müssen wir schauen, dass wir hier rauskommen wieder, weil der komische Hirschmann hat uns hier eingesperrt. Ja. Ich wurde vielleicht gefragt, ob ich die Facecam ein bisschen dunkler machen kann oder ein bisschen röter. Nee, geht leider nicht. Ich bin froh, dass ich überhaupt mit Facecam aufnehmen kann in einem einigermaßen akzeptablen Frame-Verhältnis. Also sorry, nee, geht nicht. Das geht leider nicht. Ich kann ja nicht viel umstellen. Kann ich leider nicht machen. Guck mal, Cthulhu. Ja, wenn das nicht Cthulhu ist, ne? So ein bisschen. Also gut, der hat jetzt keine Tentakel so richtig rausgearbeitet, aber... Warum kann ich mir das bitte eigentlich angucken? Oh, dort sind Symbole drauf. Pfiff. Okay, es ist jetzt so richtig widerlich eklig, aber auch schön eklig. Oder? In Lastegar. Ist das herrlich. Was soll denn hier? Hier, die Tür geht schon mal nicht auf. Sieht auch ziemlich rot aus. Also rot ist ja oft nicht gut, also schlecht, nicht zugänglich und so weiter. Ich will ein bisschen planschen gehen. Alter Verwalter, was ist denn hier los, ey? Hätte ich mal eine Taschenlampe oder sowas? Okay, nee, ich muss irgendwas mit der Tür hier machen. Irgendwas muss hier gehen. Aber was? Sehe ich nicht so ganz. Hä? Warte mal, was? Er hat doch gesagt, wir haben keine Maske mehr, oder spinne ich? Ach so, unsere normale Maske hat er weggenommen, aber nicht diese Maske, dass wir die Wahrheit sehen können. Wow. Ah, okay, na dann. Ich dachte, der hat uns jetzt unsere... Ja, diese tolle Supermaske. Die uns wahnsinnig macht, wenn wir sie zu lang tragen. Dass uns hier wieder was verfolgt, ja? Natürlich traumhaft. Warum jetzt immer diese Teile? Ich meine... Das ist so eine Art Schlagregen mit Krallen dran, ja. Wollte ich schon immer haben für mein Wolverine-Cosplay. So sind es halt ein paar mehr Krallen. Das sind drei Krallen, keine zwei. Weißt du, ich finde an dieser Welt überhaupt nichts lüstern oder toll oder geil. Das ist einfach nur eklig, so schmammig und überall. Guck mal, aus wie... Ah! Nein! Nein, 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 nein! Lass mich doch in Ruhe, du scheiß Vieh! What the fuck? Das hat, glaube ich, aufgehört, das zu verfolgen, ha? Huh? Hier an den Scheiben ein bisschen rumdrehen? Ah ja, guck mal. Das passt aber nicht so ganz hier. Doch jetzt. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dieses Mistvieh. Nee, warte mal, ich glaube... Das ist schon ganz richtig. Okay. Der äußerste Ring ist aber noch falsch. So, ist das gut, ne? Nee, warte, so hatte ich es ja eben schon. Ach man. Müsste jetzt aufstimmen. Jetzt passt's. Geh da noch nicht rein. Ich will erst noch mal gucken, was hier war, wo diese Gesichter waren überall.
Oh, ist das creepy, Mann! Diese ganzen Augen! Aha. Benutzen? Ohohoho. Okay, das ist so eine Art Anal-Intruder. Was zum Geier? Das hat für mich wenig mit Lust zu tun, um ehrlich zu sein. Ah! Oh Gott, dieses... Oh mein Fresse, hey. Boah, ist das creepy, Mann, diese ganzen Gesichter. Ja. Is that thing alive? Ey, wenn das am Leben ist, ne, dann würde ich nicht tauschen. Cool. Aber die Runen sehen wir nur, wenn wir so machen. Diese Maske, ne? Ich find's irgendwie total cool. Die Sicht ist total... lustig, total anders, aber irgendwie auch ein bisschen crazy. Ist nicht am Leben. Bewegt sich ja gar nicht. Oh. Okay, es lebt doch vielleicht ein bisschen. Boah, was ist das hier für eine Welt, Mann? Das ist doch nicht geil. Ja, ziemlich ungeil. Na, ist toll, ne? Mit Tentakeln und so. Es macht voll Spaß. Hm, Tentakel. Bester Penis. So, pack mal die Zunge ein. Pott voll Fleisch. Nicht hier gucken. Gut, dass es auch gar nicht laut ist hier. Mhm. Ist wunderschön hier. Elastica gar, ne? Ich kann mal Urlaub machen. Nee, lass mal gut sein. Was ist das hier? Aha. Schon wieder so Drehteile. Was soll ich denn daraus bilden, sag mal? Oh. Sternbilder oder so ein komisches Mannequin? Passt nicht ganz, aber oben ist schon so ein Strich. Ich glaube, das gibt mir so etwa vor, was es werden soll, hä? Huh? Der Baum ist es ja nicht. Wie gesagt, da oben ist so ein Strich schon mal. Kann ich das auch benutzen, während ich... Ah, okay. Das geht auch. Kann ich irgendwie sonst drehen oder was? Oh, oh, ja. Du wirst wieder wahnsinnig, das wissen wir. Oh Gott. Beruhig dich jetzt. Alles gut. Alles gut. Just, little. Huh? I have to make it. Just a little more. Ha
Was? Das war eben noch nicht da. Hat die da? Das Snegge. Danke. Soll ich die Snegge haben? Was? Um die Treppen der Ewigkeit zu besteigen, musst du auf deinem Weg ein Geschöpf treffen. Danach musst du den uralten Baum des Lebens erklimmen und in den Abgrund der fremden Sterne blicken. Aha. Kann ich also nur lesen, wenn ich die Maske aufhabe. Aber was ist jetzt mit dem Weg? Ich will wieder runter und nochmal den Apparat drehen da. Oh, die halten die Decke. Heiß Job. Ach, da ist er ja nochmal. Das ist so 2. Also der Baum jetzt, ja? Das ist vielleicht beim ersten Mal schon richtig, was ich gemacht habe. Oder vielleicht auch das Wesen muss ich hier bauen. Also so eine Kreatur, ihr wisst schon. Ah. 3. Doch hier den Baum? Und nicht die Kreatur jetzt? Geh doch mal runter. Lies das nochmal. Oh. Na toll. Hat sich wohl erledigt. Ein Geschöpf treffen. Und dann muss den uralten Baum des Lebens erklimmen und in den Abgrund der Sterne blicken. Ah, verdammt. Also die Sterne. Erst das Geschöpf, dann den Baum und dann die Sterne. Da habe ich jetzt fast falsch gemacht. Das war schlecht. So. Frage ist jetzt, wo komme ich raus? Geht's wieder ganz von vorne los? Ah, eben hat es wieder ganz komisch geladen. Ah, hier, seht man. Muss eine Kreatur treffen. Nicht dieses Ding. Was auch immer das ist. Okay. War wohl richtig. Der Nacktarsch ist weg. Oh, bitte jetzt nicht wieder so... Oh ne, da ist er wieder. Eternity ahead of me. No, this cannot be true. Just a little more. Just a little more. Okay, der Baum war richtig als zweites. Dann als drittes die Sterne. Das stimmt auch, ja. Ansonsten geht's wohl immer wieder von vorne los. Ja, ja. Oh, ich glaube, das ist... Ja, wir haben es geschafft. Leute, das ist irgendwie so gruselig hier. Das ist alles so absonderlich und irgendwie auch ein bisschen... Aber nochmal wegen dem Kamera verändern. Ich habe es ja ein bisschen durchsichtig gemacht. Sieht man's? Ich glaube, ja, man sieht das, dass ich ein bisschen durchsichtig gemacht habe. Aber geht leider nicht anders, Leute. Ich kann sie nicht noch durchsichtiger machen, dann sieht man mich wahrscheinlich gar nicht mehr in manchen Sequenzen. Und ihr wollt immer meine Phrasen sehen, habe ich gehört. Naja, jetzt passiert nichts. Ach, jetzt bitte. Hallo, Cthulhu. So ein bisschen hat er was von Cthulhu, der kleine Kerl. Oh, ja, sieht aus wie so ein Pilz. Oh, okay, ist er wieder raus? Oh, bitte sag bloß, ist wieder aus Lastegar zurück. Ja, wir sind wieder in der Welt der Menschen. Über das Geschirr zu deppern.
kann auch wieder zurückgehen, ja. Mansion it is then. Time to find Amanda and get out of this circus. Die Bekanntschaften von Doreen. Lieber Laishu, also 1. Mai 1928. Lieber Laishu. Nee, Lassiu. So. Am 10. Mai abends wird im Anwesen meines Freundes Benedikt Yelverton ein Organisationstreffen stattfinden. Die Gespräche mit Benedikt haben sich weiterentwickelt und ich habe viele faszinierende Informationen erlangt. Es stellte sich heraus, dass zur Öffnung der Tore nicht nur die architektonische Ähnlichkeit, aber auch die Anwesenheit eines Kindes vonnöten ist. Es handelt sich hierbei um das Kind der Sehenden, die empfindlich für die Vibrationen der Welt von Lastergar ist. Bei dem Treffen werden wir alle Einzelheiten zur Suche besprechen. Ich denke, dass Benedikt etwas Einzigartiges erschafft und wir sollten ihm dabei helfen. Neben dir werden auch meine Bekannten von der Hochschule helfen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Professor D. Austerlitz. Ach, die liebe Doreen. So, mal gucken. Wo haben wir es denn? Die Suche nach Sehenden. Nach der Sehenden. Benedikt weiß, dass er das Kind der Sehenden ist. Er wird sich aber nicht selbst opfern. Er möchte Lastergar als Held und nicht als Opfer betreten. Er beschließt somit, eine Person zu finden, die über ähnliche Fähigkeiten verfügt wie seine Mutter. Er organisiert eine Gruppe von Menschen, die die Suche aufnehmen. Die Vereinigung unter der Leitung von Doreen Austerlitz, einer Freundin von Benedikt, wandelt sich um den Kult der Lust. Nee, wandelt sich um in den Kult der Lust, so. Hey, die geht nicht richtig auf. Ist ja sexy. Cultists. Thanks to the robe, I look like them from afar, but I shouldn't get too close. I don't have a mask. Oh, was ist hier da? Die ganzen Namen drauf. Ach so, wow. Das sind immer die ganzen, ja, das ist wieder so ein Easter Egg von den Leuten, die da mitgemacht haben. Oder mitfinanziert haben. Ich find's ja irgendwie ganz... Sabinian is convincing everyone not to enter the Lascar. He keeps saying that all who entered in there died. He's the only one that made it out alive. If Willard finds out that some of us are bailing, he will go mad. He'll kill us. I know. That's why I think we should get out of here. I think Sabinian is right. It's hard to admit that. But we've both long suspected that Willard is a madman. Too late for futile discussion. Left wing is the best option. Lead on then. The sooner we leave, the better. Der linke Flügel. Das Anwesen ist wahrscheinlich riesig groß. Oh oh. Verdammt, wie soll ich jetzt eine Maske herkriegen? Kann aber schleichen so ein bisschen. Oh crap. Aber die sind immer noch am Rummachen, da habt ihr gesehen. Die sind immer noch am Rumpfen. Guck mal, die sitzt gerade auf dem Teil mit der Zunge. Dit. Warum kriegt er schon wieder Panik? Noch nie eine Frau, die gesehen, die... lassen wir das. Flatsch, 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 flatsch. Alter, aber warum? Ich meine, die wissen doch, dass es hier schlecht ist. Der Teil, der schon rübergekommen ist nach Lastergar, die sind alle tot, mehr oder weniger. So, wie sieht es aus? Ich darf keinen angucken oder kann ich überhaupt hier jetzt durch? Eieiei, ich würde gerne mal näher rangehen, was die da alles so Böses machen. Aber für YouTube ist das wahrscheinlich wieder zu böse, ne? Mich nicht angucken, dann ist ja gut. Also ich meine, wenn ich mit Rücken zu ihnen stehe, kann mir theoretisch nichts passieren, oder? Haha. Ich habe mich nicht gesehen. Als würde ja auch keine Maske mehr rumstehen. Ich meine, unten im Keller waren ja ganz viele, als wir da waren mit Amanda. Oh, scheiße.
Natürlich ist sie geschlossen. Natürlich ist ja alles zu. Gleich kommt mir nach. Jetzt ein bisschen Tentakelauswüchse. Ah, guck mal, die schiebt sich den. Der kommt aus dem Bauch. Oh, wie schön. Mhm, sexy Couple. Who did this to him? So, egal, Hauptsache ich habe eine Maske. Oh. Oh, der sieht sehr erfreut aus. Mit einem kleinen Penis. Sind das Analkugeln? Nicht zu verwechseln mit einer Perlenkette. Das wird man riechen, glaube ich. Ah. Übrigens zu meiner Frage, ja, warum sollte man Dildos nutzen? Ich meine, ja klar, kann man machen. Aber ich frage mich das persönlich. Also lasst mich da mal selber entscheiden, ob ich das gut finde oder nicht. Ich meine, für was hat man Finger und Mund und was nicht alles, ne? Brauchen wir kein Dildo. Es war auch nicht so gemeint, dass ich sage, warum gibt's sowas, sondern mehr, warum sollte man das nutzen? Oh. Aber der Ring ist ja cool. Die hat auch wieder immer Tentakeln. Schön. Schön, schön. Aber jetzt bin ich wieder safe, ne? Jetzt kann ich mich wieder bewegen hier. War der das vielleicht selber? Nee, das ist ja keine Waffe, keine Tatwaffe hier. Hallo. Ich gehöre zu euch. What the hell is going on there? Hier gibt sich erstmal die Dröhnen. Guck mal. Das war aber letztes Mal ein bisschen schneller, oder? Das Teil. Pam, 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 ging das. Oh, Achtung. Ja, natürlich sind jetzt alle tot. Alter. War irgendwie auch klar, noch so einem Anwesen interessiert es ja eh keinen. Da guckt auch keiner, glaube ich. Ist denn jetzt schon wieder... Der ist wieder am Atmen. Oh. Irgendjemand hat hier ganz schnell einen Prozess gemacht. Schnell kurzen Prozess, meine ich. Der freut sich, glaube ich, nicht mehr. Der sieht nicht so happy aus mit der Maske. Ach Gott. Wir hatten eigentlich gewonnen. Da sind ja nur Bauern auf dem Feld. Das kann ja nicht sein. Na komm, beruhig dich jetzt, Mann. Macht immer so ein Theater. Hätte ja nicht schon Schlimmeres gesehen. Was haben wir denn da? Ein Monster im Körper eines Menschen. 21. Dezember 1960. Lieber Lashio. Lashio? Ich gehe fort. Nicht aus eigenem Willen, aber mach dir keine Sorgen. Es ist eine Krankheit. Ich werde mich aber nicht bemitleiden, weswegen ich auch die Einzelheiten bei mir belasse. Seit längerer Zeit wusste ich, dass dies passieren würde, weswegen ich die Fundamente für den Kult der Lust gelegt habe. Willard Yelverton, der Sohn von Benedict. Er ist der Schlüssel. Wenn die Ermittlungen im Falle des Todes seiner Mutter zu Ende gehen, wird er euch leiten. Ich habe alles getan, damit er besser ist als sein Vater. Er hatte keine Skrupel, oder er hat keine Skrupel. Er offenbart keine Menschlichkeit. Ich musste aus ihm so etwas machen. Du weißt, dass nur solch jemand fähig ist, die Welt zu verändern. Lassio, du warst mein bester Freund. Es tut mir leid, dass wir nun nicht mehr gemeinsam organisieren werden. Doreen. Okay. Ach, den Kult der Lust haben wir jetzt vollständig. Bekanntschaften von Doreen, die Geburt des Kultes. Niederlage des Kultes. Seitdem die Vereinigung sich in den Kult der Lust umgewandelt hat, nahm Benedict nicht mehr an den Treffen teil und überließ Doreen außerletzt die Macht. Doreen befiehlt Benedict zu fangen und ihn zu ihr zu bringen. Benedict ahnt diesen Zug. Genau, um nicht geopfert zu werden, begeht er Selbstmord. Ein Monster im Körper eines Menschen. Doreen Austerlitz merkt, dass sie tödlich erkrankt ist. Sie weiß, dass sie bald sterben muss und ihre Mission nicht mehr zu Lebzeiten beenden wird. Doreen sieht unter den Mitgliedern des Kultes der Lust keinen würdigen Nachfolger. Oh, da ist der Alarm losgegangen. Kein Nachfolger. Mithilfe ihrer psychologischen Fähigkeiten hetzt sie Willard Yelverton, einen Jungen, der im Anwesen lebt, gegen seine Mutter.
Indem sie den Jungen manipuliert, setzt sie alles daran, aus ihm den Soziopathen zu machen, dessen einziges Ziel die Öffnung der Tore von Lastegar ist. Sie ist sicher, dass Willard Yelverton, das von ihr kreierte Monster, das Werk vollendet und den Kult der Lust zu seinem Schicksal führen wird. Coole Frau, wirklich. Naja, Leute, das war's für den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's weiter. Wäre schön, wenn ihr mir ein Like da lasst und wir sehen uns wieder zu Last for Darkness. Ciao.